Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Gottkomplex Box von 3plus. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gottkomplex von 3plus, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es gab das Ganze auf Vinyl, auf regulärer CD und natürlich auch als Box. Die stelle ich euch heute vor. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze im Detail ansehen. So, hier hatten wir noch einen Sticker drauf und zwar lesen wir hier Initiative Musik, gemeinnützige Projektgesellschaft. Also, scheinbar wurde das Ganze hier etwas gefördert. Dann haben wir hier das Boxcover. Oben lesen wir einmal den Schriftzug des Interpreten 3plus, darunter den Albumtitel Gottkomplex, wobei die beiden T hier so in Kreuzoptik gehalten wurden. Und dann haben wir hier, ja, schwer zu sagen, was das ist, ob es eine Treppe ist, aber für mich sieht es aus wie ein Hochhaus mit diversen Balkonen. Und hier dann in einem dieser Stockwerke brennt scheinbar noch Licht. Also, ansonsten alle hier dunkel. Aber hier oben brennt Licht. Von unten braun, rechts ebenfalls, oben genauso und links auch. Allerdings haben wir hier noch wieder die Schriftzüge 3plus Gottkomplex und den Barcode. Und, ungewöhnlich aber doch, hier haben wir auch noch den Boxinhalt aufgeschrieben. Boxinhalt, Album Instrumentals, also Album, dann Album Instrumentals, so rum. Kaufmann Scheiß EP, Beanie, Poster und Sticker. Ja, normalerweise hat man das hier dann irgendwie hinten drauf, aber hier hat man den dann echt da seitlich draufgepackt und auf der Rückseite dann die Beteiligten und keinen Barcode. Ja, der ist ja auch hier schon gewesen. Gut, es ist eine reguläre Clubbox. Wir schauen mal rein. So, als erstes haben wir hier einmal das Album. Dann haben wir die Instrumentals. Dann haben wir die Kaufmann-Scheiß-EP. Sticker, diverse Sticker, ich glaube 3, 1, 2, ups, einer hat den Abgang gemacht. So, ja, 3 Stück an der Zahl. Dann diese Postkarte und eine Mütze, also ein Beanie. Von innen die Box in weiß. Machen wir zur Seite. Und dann können wir gleich mal die ganzen Folien erledigen, denn es sind ja tatsächlich einige. Denn alle drei CDs wurden hier eingeschweißt und die Mütze ebenso. So, einmal. Und dann machen wir mit der Musik weiter. Zweimal. Die Frage, wie man das eigentlich am besten aufschneidet. Ich muss ehrlich sagen, solche Hüllen hat man sehr, sehr selten in der Hand. Deswegen bin ich jetzt gar nicht so sicher. Wir machen vielleicht mal bei der einen Blick rein, damit wir sehen, wie die von innen beschaffen sind. Nicht, dass ich da jetzt irgendwas aufschlitze. Okay, gut, hier in der Mitte ist eh nicht irgendwie heikel. Also, dann können wir auch hier mal durchziehen. Und ebenso hier. Wunderbar. So, dann Folie der Bonus-EP, die Album-Instrumentals, sowie, ah ja, genau, das haben wir schon entsorgt. Also, das ist das Album, Gottkomplex. Wir haben hier eine Statue und es ist eine Statue des Interpreten, also rein vom Kopf her können wir das zweifelsfrei feststellen. Wir haben hier 3plus. Und das Spannende ist, der Kopf ist hier schon abgenommen. Also scheinbar der Kopf hier am Hals abgeschlagen und der Kopf hier in den eigenen Händen so auf Brusthöhe. Sehr interessant. Ist nicht ganz so begeistert, der Gesichtsausdruck. So, hier auf der Seite lesen wir auch wieder 3plus Gottkomplex. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Okay, also scheinen Solo-Tracks zu sein.
Ich hatte irgendwie ein Feature im Kopf und zwar von Sorgenkind, aber eventuell finden wir das noch drinnen. Hier ist auf jeden Fall nichts angeführt. Dann haben wir hier noch eine Taube, 3 plus hier an diesem Geländer, Barcode und Beteiligte. Dann schauen wir mal hinein. So sieht das aus. Es ist vom Case ja auch sehr interessant. Also es ist so ein, ja, ich sage jetzt mal abgeschwächtes Digipack. Habe ich echt so noch selten gesehen. Auf der linken Seite haben wir einmal eine Stecktasche und hier haben wir das Booklet. So, was haben wir hier? Das hier bleibt ewig oder ist niemals passiert. Ja, hier ist wohl ziemlich schwierig zu fahren, wenn hier überall Verbotsschilder sind. Alles, was ich sehe, ist schwarz. Ah ja, doch. Also hier haben wir scheinbar nochmal das Haus vom Cover. Es dürfte tatsächlich hier ein Hochhaus sein. Und wie gesagt, hier brennt ein Licht. Ich falle auseinander. Okay. Also, ihr seht schon, es ist ein spannendes Booklet, weil wir haben hier sowohl Text als auch Bilder, die hier miteinander kombiniert wurden. Teilweise sogar mit Spiegelschrift. Nichts ist real, ist mir egal, ich bin nicht da. Nudeln mit Soße oder Spaghetti Bolognese. Gut. Ich weiß nur, dass ich der Shit bin und Gott weiß das auch. Danke, liebe Grüße. Jawohl, hier haben wir dann zum Abschluss auch nochmal eine umfangreiche Danksagung. Genau, das dachte ich mir. Hier steht es nämlich. Auf soweit hört man die liebliche Stimme von Sorgenkind. Das ist mir nämlich abgegangen hier auf der Trackliste. Aber er wurde jetzt hier dann doch noch erwähnt. Scheint echt ein Gesangsfeature gewesen zu sein. Dann haben wir hier auf der rechten Seite dann in dieser Stecktasche die Album-CD. Hier lesen wir dann Gottkomplex. Sieht so aus wie so weißer Marmor, so weißer Stein von der Struktur, also auch hier drinnen. Ist alles in dieser Optik gehalten. Dann haben wir die Album-Instrumentals und das freut mich schon mal auf den ersten Blick sehr, denn auch die haben so ein Case bekommen und nicht einfach nur eine Papphülle, sondern es ist hier auch wieder so ein Gatefold, sowas zum Aufklappen. So sieht das aus. We Do Drums, Gottkomplex. Also das sind die Produzenten des Albums. Hier wieder die Tracklist. Hier gibt es keinen Barcode. Warum? Weil es das hier wirklich nur in der Box gibt. Das Album gibt es auch regulär auf CD. Die Instrumentals nur in Verbindung mit der Box. Pete und Bennett on We Do Drums. Genau. Linke Seite ist in diesem Fall zugemacht, denn Booklet gibt es hier keins. Aber auf der rechten Seite haben wir dann natürlich die CD. Das sind die Album-Instrumentals. Und die packen wir wieder in diese Tasche. Und das sieht hier nach Studioarbeit aus. Also, hier wurde fleißig gearbeitet. Und zusätzlich zu dem Album und zu den Instrumentals haben wir dann noch die Bonus-EP, die Kauf mein Scheiß-EP. Die kommt hier in feinster Geldbörsenoptik, hier so in Braun. Hier unten wieder der Schriftzug 3 Plus. Gut, Tracklist haben wir hier keine, wahrscheinlich wieder im Innenleben. Genau. Sehr schön von der Optik her, wie so Kreditkarten, wie so ja, Mitgliedskarten, was auch immer, wie man sie halt so im Geldbeutel trägt. Haben wir dann hier die Tracks inklusive der Info, wer produziert hat. Und hier dann im Münzfach, hinter dem Münzfach, haben wir dann die CD und auch die passend umgesetzt hier als 1-Euro-Münze. Also. Rein von der Gestaltung her, vom Artwork, finde ich diese EP echt sehr gelungen. Gefällt mir gut. Wie viele Tracks waren es jetzt? Ich glaube 5. 1, 2, 3, ja genau, 5 Tracks. Gut. Zusätzlich haben wir dann noch drei Sticker. Einmal diesen hier, kreisförmig, dieses 3-Plus-Gesicht. Dieses traurige Gesicht hier in Gold und Weiß. Dann haben wir das. Sieht so aus wie so eine Störung beim Fernseher mit so einem schwarz-weißen Rauschen und dann hier verwackelt 3 plus zu lesen, quadratisch. Und dann noch die beiden, oder ja, Pete und Benetton, eben die Produzenten und Dennis.
Hashtag Gottkomplex, das Ganze quadratisch. Und weiter haben wir dann noch eine Postkarte. Hier lesen wir tatsächlich: Liebe Grüße aus der Hölle. Hier ist es warm. XXX 3 Plus. Und wenn ich das richtig sehe, dann wurde das hier tatsächlich unterschrieben, also handsigniert. Das Ganze hier mit schwarzem Stift. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das bei allen so ist, aber ich glaube schon, dass diese Widmung Hier ist es warm bei allen gleich ist. Aber ansonsten kann es natürlich so von der Optik, von der Schrift etwas abweichen. Ja, kann man natürlich verschicken an wen man möchte. Hier kann man dann auch tatsächlich so den Empfänger eintragen und eine Briefmarke draufkleben. Also Postkarte im Querformat. Und als letzten Boxinhalt gibt es einen Beanie, eine Mütze, die ist in Grau. Hier haben wir dann wieder dieses Logo 3 Plus. Sonst hier nichts weiter drauf. Kann man hier dann natürlich auch noch umklappen. So sieht das dann von innen aus. Und wir haben hier auch noch ein Zettelchen. Jawohl. So, wir haben es hier zu tun mit einem Myrtle Beach Headgear. One size fits most. Also Unisize das Ganze. Und wir haben hier es zu tun mit der Farbe Light Grey Melange. Gustav Deiber GmbH. Das Ganze ist 100% Polyacryl und Made in China. Grüße gehen raus. So, dann packen wir die Mütze mal wieder auf die andere Seite, also von links auf rechts. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Beanie, diese graue Mütze mit Logo auf der Vorderseite. Dann die unterschriebene Postkarte im Querformat. Die drei Sticker, zwei davon quadratisch, einer davon kreisförmig. Die Bonus-EP, Kauf mein Scheiß mit 5 Tracks. Die Instrumentals zum Album. Und natürlich das Album an sich, Gottkomplex. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Gottkomplex von 3 Plus. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 3 Plus unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.